Die Algarve. Jeder kennt sie so. Oder so. Oder auch so. Aber kaum jemand weiß, dass es dort auch solche Orte gibt, an denen man sich fühlt, als wäre man in den Malediven. Hi, willkommen beim neuen Video von uns. Wir sind immer noch in der Algarve unterwegs, und zwar genauer gesagt in Olhau. Und wir haben heute was ganz Besonderes vor, nämlich vor der Küste Olhaus liegen einige Sandinseln, und eine dieser Sandinseln wollen wir heute besuchen. Ja, und natürlich kommen wir da nicht einfach so rüber, sondern wir müssen mit der Fähre fahren. Allerdings bleibt unser Camper hier auf dem Festland stehen und wir fahren nur mit der Personenfähre rüber. Das kostet laut Internet auch nur 2,15 Euro pro Person. Wir sind wirklich gespannt, ob diese Preise noch aktuell sind, und werden euch das auf alle Fälle hier unten einblenden, was die tatsächlichen Preise waren. Und ich würde sagen, für uns geht's jetzt ab an den Parkplatz zur Fähre. Wir sind jetzt auf der Insel Amona angekommen und wir freuen uns schon riesig auf den Strand. Wir sind jetzt schon auf den Weg dorthin und es ist echt total spannend, weil man kann hier nicht mit dem Auto fahren, und wir haben auch schon einige Schilder gesehen, dass auch Motorräder und Räder verboten sind. Das heißt, man geht hier eigentlich alles zu Fuß, und deswegen gibt es ja auch überall diese schönen Holzwege, und wir sind gespannt, wie voll der Strand ist, und ich würde sagen, wir sehen uns dort. Es ist einfach so schön hier auf dieser Insel. Egal wo man hinsieht, man sieht überall Sand. Ewig weite Sandstrände und auch die Sandbänke auf dem Meer. Es ist einfach nur ein Traum. Die Sandbänke verschwinden jetzt zwar schon schön langsam, weil die Flut kommt, aber trotzdem, es lohnt sich einfach so, hier auf diese Insel zu kommen, weil es halt einfach nur 2 Euro für die Fähre kostet. Und ich kann es euch nur empfehlen, macht es, wenn ihr hier in der Nähe seid. Und wir waren auch gerade in einer Strandbar, haben was gegessen und getrunken. Es war auf jeden Fall mega lecker. Und von dort aus hat man auch richtig schön das Meer noch gesehen. Wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, dann würde uns das riesig freuen, wenn du uns einen Daumen nach oben und auch ein Abo dalässt. Let's go, my skin.
Wir haben natürlich auch noch einen kleinen Tipp für euch. Und zwar erkundigt euch davor, wann Ebbe und wann Flut ist. Weil jetzt hat man ja eh schon gesehen in den Videos davor, bei Flut sind die ganzen Sandbänke einfach überflutet. Deswegen seid unbedingt kurz nach der Ebbe oder um die Ebbezeit rum da, um einfach die Sandbänke auch so genießen zu können wie wir. Und uns hat diese Insel einen total Malediven-Vibe gegeben. Es war einfach so schön und so cool. Das Wasser war richtig schön klar und die Sandbänke waren einfach nur ein Traum. Deswegen müsst ihr euch das unbedingt anschauen, wenn ihr in der Nähe seid. Und wir persönlich wussten gar nicht, dass es sowas hier in Europa gibt, in diesem Ausmaß. Deswegen lasst uns unbedingt in den Kommentaren wissen, ob es sowas nochmal irgendwo in Europa gibt, damit wir uns das auf alle Fälle auch noch anschauen können. Und wir machen uns jetzt wieder auf den Weg zur Fähre zurück, weil die Fähre spätestens um 20 Uhr wieder zurückfährt und wir die natürlich nicht verpassen wollen. Wir sind jetzt mittlerweile wieder an unserem Camper. Es ist auch schon der nächste Morgen angebrochen. Wir sind gestern erst relativ spät von der Insel wieder zurückgekommen. Und hier in Olhao gibt es auch einige Möglichkeiten, mit dem Camper oder dem Wohnmobil stehen zu bleiben. Und die Fähre, die fährt auch jeden Tag von 7.30 Uhr bis 20 Uhr, eigentlich fast stündlich, nach Amona oder auf die anderen Inseln vor Olhao. Unsere Zeit hier in Portugal ist leider schon zu Ende, denn wir fahren heute wieder nach Spanien. Aber zum Glück haben wir dort noch 2 Wochen Zeit, um die Mittelmeerküste zu erkunden. Und wenn du das nicht verpassen willst, dann lass uns doch gerne einen Like da und vergiss uns auch nicht zu abonnieren, um unsere Reise nicht zu verpassen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder in Spanien.